Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Attila mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir spielen die Last Roman Kampagne, den DLC mit dem mächtigen Belisarius. Und wir könnten diese Einheiten hier aufwerten. Für 400 Kröten machen wir das doch, weil wir ja jetzt hier unseren Rüstungsschmied und so weiter fertig haben. Komm, da lassen wir mal hier gerade ein bisschen Asche springen. Ich weiß, das lohnt sich nicht bei allen Einheiten. Ach komm, hier, den werten wir auch mal auf. Ich weiß, das lohnt sich nicht bei allen Einheiten. Bei Fernkämpfern lohnen sich die Schild-Upgrades auch nicht so wirklich. Und naja, aber es ist trotzdem, ich finde es trotzdem wichtig, dass man das macht. Ihr seht übrigens jetzt wieder, wie miserabel mittlerweile unsere Truppen geworden sind durch das Wiederauffrischen. Ne? Also insofern, schade. Wir können jetzt uns auf jeden Fall nochmal ein Feldgefecht liefern und das werden wir jetzt auch machen. Da sind wir zwar hemmungslos überlegen, aber ich möchte doch auch gerne nochmal die ein oder andere Feldschlacht machen. Und ihr wisst, Feldschlachten mache ich fast immer selbst, es sei denn, es geht wirklich nur ums Aufreiben von irgendwelchen Rebellenarmeen. Aber Feldschlachten mache ich so gut wie immer selbst. Bei den Stadtbelagerungen, naja, okay, gut, da bin ich nicht immer so dafür, aber das hat ja auch noch ein paar triftige Gründe. Unsere Exploratores, weiß ich noch nicht genau. Ich muss erstmal schauen, dass ich hier bei denen das Autofeuer ausmache. Denn das geht halt gar nicht. Okay, wir machen folgenden Vorschlag. Du stellst mir die hier mal so auf. In Anbetracht der Tatsache, dass ja die, obwohl wir machen sie ein bisschen, anders, kommen wir ein kleines Stückchen nach hinten. So, weil die KI ja einfach doch gerne mit den, mit der Kavallerie versucht, hier immer durchzupreschen. Die Artillerie stellen wir ganz nach vorne. Okay. Bei den Exploratoris weiß ich gar nicht so genau. Ja, so ist okay. Fernkämpfer vorne dran. Mit Plänkelmodus bitte, nur zur Sicherheit. Was ist das jetzt eigentlich für eine Kavallerie? Takmata-Kavallerie, okay. Gut. Ja, wir nehmen Brandgeschosse einfach nur, weil es cooler aussieht. Wir sind dem Feind zahlenmäßig überlegen. Ist doch eine schöne Schlachtreihe, oder? Die wir hier haben, ha? Der General hier. Aha. Wir schießen trotzdem weiter auf den General. Kann ja so viel in die lockere Formation gehen, wie er will. Also, weil ich denke, Kavallerie zu beschießen, das lohnt sich eigentlich immer.
Weil die KI-Kavallerie so schwer gepanzert ist. Okay. Formation halten. Belisarius lassen wir mal hier hinten stehen. Kampfgruppe löst sich auf. Für den Ruhm Gottes. Und ihr macht jetzt mal ein bisschen schneller. Moment mal kurz. Autsch. Das wäre jetzt natürlich auch wieder eine Schlacht, wo wir wesentlich weniger Verluste hätten, wenn wir das jetzt mit unserer wenn wir das jetzt als KI-Schlacht gemacht hätten, ne? Wir stürmen vor. Männer, keine Angst, ihr werdet das überleben. So, bringen wir unsere Infanterie in Stellung. Hervorragend. So, dann kann ich euch auch wenigstens mal so ein paar schöne Aufnahmen zeigen. Das geht ja sonst normalerweise immer auch so ein bisschen verloren. Aus dem relativ... Achso, ich muss jetzt gucken, dass die nicht mehr feuern, ne? Ja, der schießt jetzt immer noch da drauf, ne? Aber der General ist ja tot, ne? Dann haut ihr mal gerade ab, bitte. Und ihr macht bitte mal gerade das Autofeuer aus. So. Ja, auf einmal sind die dann doch wieder sehr zielsicher. Ja, die haben ziemlich viele gegen die Axtkämpfer verloren, die Equites-Kundschafter. Schade. Auf der ganzen Linie, ne? Ach, das ist die Onaga-Besatzung. Okay. Der ist ja hinüber, ne? Ja, reimen wir den Rest auf. Ja, okay, gut, die vier Leute da, die kommen auch nicht zurück. Okay, dann ist es nur noch die eine Einheit der Leibwache und wir können an der Stelle das Gefecht beenden. 501 Verluste gegen 214, das ist okay. Ja, dann können wir die auch ruhig als Verstärkung mit dazu nehmen, weil wir verlieren so oder so Erfahrung en masse. Also insofern ist es dann auch egal. Aber wir haben nochmal eine weitere Armee der Vandalen ausschalten können. Und ich glaube, das ist doch ziemlich wichtig. Wir haben unser Gefängnis fertig. Das heißt... Ah ne, wir bauen das Gefängnis hier drüben. Korrekt, korrekt. Okay. Ich möchte mich nicht so gerne mit den Vandalen hier anlegen. Weil diese Langobarden-Armeen doch recht zahlreich sind. Aber wir können uns um Bologna kümmern. Und ich glaube, da ist es dann doch angebracht, sich in die Richtung zu bewegen.
Wir haben ja außerdem noch eine weitere Armee am Start, die sich momentan noch an Bord der Schiffe befindet. Und die sind auch bald in der Nähe. Hervorragend. Können wir die schon ein bisschen dezimieren? Machen wir das mal. Das heißt, wir verlieren ein paar Einheiten, stärken dafür aber unsere Integrität. Und ich glaube, das ist ganz gut. Eine sehr schöne Sache wird dann auch sein, wenn wir dann die Agenten der Goten los sind. Ich trinke mal noch so einen Triumph-Kaffee. Hervorragend. Schmeckt exzellent. Eine Seuche. Oh, das Römische Reich ist in den Fängen einer unvergleichlichen Plage gefangen. Also in den Fängen gefangen. Ein sehr schöner Pleonasmus. Oder ist das eine Figura Etymologica? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Die Latinisten unter euch werden das wissen. So. Wie ein unsichtbarer Wind schlägt sie Familien nieder, selbst ganze Dörfer, und zieht eine Spur schwarzer, eitriger Leichen hinter sich her. Flüchtlinge ziehen über das Land und bringen ihre Seuche mit sich, ihre Seuchen mit sich. Viele sehen darin ein weiteres Zeichen des angekündigten Weltuntergangs, ein brennender Zorn, herausgegossen aus dem Kelch göttlichen Urteils, und sie fordern die angemessene Ehrerbietung. Andere praktisch Denkende fordern eine alternative Lösung. Dramatische Verbesserungen der sanitären Anlagen und ein Ende des Handels mit infizierten Nationen könnten die Krankheit aufhalten. Wobei man da natürlich sagen muss, in dem Zusammenhang, ich überlege gerade, ob es sich, es lohnt sich theoretisch hier im Gewaltmarsch stehen zu bleiben, weil wir für die ja noch keinen Unterhalt zahlen, genau. Wobei man dazu sagen muss, also die Virologie und die Seuchenlehre und die wissenschaftliche Analyse von Krankheitserscheinungen in der Spätantike und im Mittelalter waren nur auf einem ganz, ganz rudimentären Niveau. Also, das ist wirklich, man hatte noch keine richtige Ansteckungstheorie. Das gab es damals einfach noch nicht. Es gibt zwei unterschiedliche Lager, möchte ich sie mal nennen, in der Hinsicht. Das eine sind die, also diese Lehren, ich nenne sie jetzt mal diese Lehren, die kann man unterscheiden in die, also es gibt die, oder ich erkläre es mal ein bisschen anders, es gibt die Contagionslehre und es gibt die Miasmenlehre. Also man könnte dann eben aufgrund dieser Unterschiede zwei Schulen finden, oder man könnte zwei Schulen annehmen, die eine eigene Lehre vertreten, die Miasmatika und die Kontagionisten. Das sind dann die Anhänger dieser Lehre. Miasmen, da glaubte man, dass sich aus den, dass sich aus dem Boden zum Beispiel schlechte Dämpfe lösen, die krank machen. Also zum Beispiel diese Staubwolken hier, die jetzt aber dadurch kommen, dass hier was gebaut wird, ne? Oder hier sieht man es ja ganz gut, ne? Also diese Anspielung mit dieser grünen Luft, mit diesem Odem, das ist natürlich eine Anspielung irgendwo auch auf diese Miasmenlehre. Das heißt, man glaubte zum Beispiel, dass in Sümpfen aus dem Boden krankmachende Dämpfe aufsteigen, die aber jetzt nicht sowas wie einen Erreger enthalten oder so. Das Erreger kannte man in diesem Sinne ja gar nicht, sondern man glaubte, dass dort ein Odium aufsteigt, also ein Gestank, der die Menschen krank mache. Oder eben, dass es gewisse Gase gibt, die die Menschen krank machen, und die erkenne man dann zum Beispiel am Geruch. Insofern wundert es auch nicht, wo man meinte, Miasmen aufzufinden, nämlich zum Beispiel in Sümpfen. Dort, wo es halt auch mal faulig riecht, dort vermutete man dann diese Miasmen. Die andere Schule, ich beende mal gerade die Runde an der Stelle. Die andere Schule, die Kontagionisten, die gingen davon aus, das ist aber eher eine etwas spätere Auffassung, die gingen davon aus, dass es ein
Contagion gibt. Contagion heißt auch so viel wie Ansteckung, glaube ich, auf Griechisch. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, das ist jetzt so ein bisschen Halbwissen bei der Übersetzung, aber ich meine, Contagion heißt Ansteckung. Das englische Wort contagious zum Beispiel kennt man ja daher auch, ne? Also contagious heißt ja auch ansteckend, ne? Also es gibt ein Contagion und das haftet seinem Besitzer an. Und dieses Contagion macht die Menschen krank. Und wenn man einen Kranken berührt, dann... Unser Retter hat gesprochen und euch als wahren... Nee, brauche ich nicht, danke. Und dieses Contagion überträgt sich durch den Kontakt mit anderen Menschen. Wohingegen sich also die Miasmen über die Luft verbreiten, verbreiten sich die Contagien, oder Contagioi, glaube ich, wäre der korrekte Plural, durch eine Berührung. Also ich berühre einen Kranken und der gibt mir dieses Contagion. Das klingt schon sehr, sehr fortschrittlich, ist aber trotzdem noch ganz, ganz weit von so einer echten Ansteckungstheorie, wie sie im modernen Medizinalwesen bekannt ist, ist noch ganz, ganz weit davon entfernt. Also man hatte wirklich überhaupt keine Ahnung, dass es sowas wie Krankheitserreger, also Bakterien oder Viren eben gibt. Ja, das ist wirklich noch was ganz anderes. Man glaubte, dieses Contagion wäre auch irgendwas Unheilvolles. Das hat also viel, viel mehr mit Aberglauben als mit Medizin zu tun. Ihr kennt vielleicht auch... oder beziehungsweise man kann das noch an einem anderen Punkt festmachen. Man erkennt diese doch relativ einfache Vorstellung im spätantiken und frühmittelalterlichen Medizinalwesen, erkennt man zum Beispiel daran, wie man auch Heilverfahren entwickelt hat, nämlich zum Beispiel bei der bei der Miasmentheorie ist es dann so, dass man sagt, dass gute Gerüche den Menschen wieder gesunden lassen oder zumindest immunisieren gegen diese übel riechenden Dämpfe. Deswegen sieht man zum Beispiel auch, und jetzt denkt mal, vielleicht habt ihr das im Geschichtsbuch gesehen oder ihr habt es mal in einer Fernsehdokumentation über die Pest gesehen, als die Pest in Italien zum Beispiel ausbrach. Da gibt es ganz viele Darstellungen von Leuten, die so schnabelartige Masken tragen. Die sehen damit wirklich, das sieht wirklich aus, als hätten die so eine Art Vogelkopf, ne? Das ist wirklich so eine Maske und in der Spitze dieser Maske, da sind dann irgendwelche Parfums oder anderen Duftstoffe zusammengerührt, damit die Leute, weil die Leute geglaubt haben, dass das so ein bisschen gegen diese krankmachenden Miasmen immunisiert oder dass sich das irgendwie neutralisiert, ne? Also so Plus und Minus hebt sich gegenseitig auf, oder, also ne, oder sagen wir mal eher so, ne, Plus und Minus, Gestank und Duft, hell und dunkel, ne? Also wenn man mit einem gegensätzlichen Produkt arbeitet, dass man dadurch wieder gesund werden würde. Oder dass man dadurch zum Beispiel dass man dadurch eben nicht krank wird und so. Also man sieht, wie naiv diese Vorstellung eigentlich schon ist. Und daran merkt man halt auch so ein bisschen, dass das wirklich noch ganz, ganz weit von so einer richtigen, von so richtigen medizinischen Heilverfahren und dass das auch noch von so richtigen, Ansteckungstheorien entfernt ist, ne? Also das merkt man da schon ganz deutlich dran. So, die Separatisten machen wir hier mal gerade weg. Ja, mach mal ruhig aggressiv. Das ist ja bei so wenigen Truppen egal. Da verlieren wir auch nickes. Aber wir kriegen nochmal Erfahrung, was wiederum gut ist. Okay. Und jetzt können wir hier zusätzliche Bewegungspunkte rausholen. Ist das nicht hervorragend? So, wie schaut's denn hier übrigens aus? Ja gut, dann ist dann gleich unser Gefängnis fertig und da geht das schon ein bisschen mehr. Wenn du hier hoch willst, was ist denn da der schnellste Weg? Ah ja, dann lauf mal so. Ja, also hier diese Vorstellungen in dieser Zeit, vor allen Dingen waren diese Contagions-Theorie, das ist eher so eine mittelalterliche Erscheinung. Hier hat es vor allen Dingen auch was mit diesen Miasmen zu tun. Die sind auf jeden Fall älter.
Das hat übrigens ganz, ganz viel auch mit antiken Autoren zu tun. Zum Beispiel Galen ist so einer der, der wichtigsten, von dem kennt ihr vielleicht noch diese Säftelehre, ne? Also der Choleriker, der viel Galle im Blut hat, ne? Oder der Melancholiker, der ein bisschen Galle im Blut hat oder irgendwie sowas, ne? Daher kennt ihr die wahrscheinlich von Galenus oder Galen. Und das ist halt so ein ganz bekannter, wichtiger Theoretiker für Medizin im Mittelalter. Ne? Also das ist ganz, ganz wichtig. Ja, gucken wir mal. Was sagt denn Antonia? Was hat sie denn wieder? Oh, mein Gemahl, jetzt ist es soweit. Jetzt hat die alte verrückte Hexe es endlich zu weit getrieben. Ich kann damit leben, dass sie sich immer einmischt, dass ich immer ihre Drecksarbeit erledigen muss. Aber was sie unsere geliebten Tochter nun angetan hat. Wir haben eine Tochter. Okay. Wir haben irgendwo auch eine Tochter. Kann ich nicht ertragen. Theodora, die gierige Harpier, hat es auf unser Vermögen abgesehen und ihren widerlichen Enkel als Ehemann für Joannina auserkoren. Unsere Anja konnte diesen bemitleidenswerten Zwerg nie leiden, also habe ich abgelehnt. Doch dann war es noch nicht getan. Weißt du, wie es weiterging? Sie hat ihn angestiftet, unsere Tochter zu entehren. Oh mein Gott, unsere Familienehre. Unsere Tochter im Haus unseres Freundes und Wohltäters geschändet. Natürlich bildet das arme Mädchen sich jetzt ein, ihn zu lieben. Sie will ihn heiraten und so bekommt Theodora genau, was sie wollte. Halte sie auf, mein Gemahl, tu etwas, tu, was du willst, töte sie, töte ihn, töte sie alle, lass nur unsere Tochter nicht zur königlichen Dirne werden. Ein Dilemma wird bald aufkommen, okay. Ich würde mal sagen an der Stelle, lass mich mal gerade ein bisschen grübeln, wir sollten auf jeden Fall bedacht vorgehen. So, was bringt die meiste Nahrung? Das Einkommen ist nicht so wichtig, die Nahrung ist das Wichtigste. Machen wir es mal so. So, wir haben das Gefängnis ready. Wie kann ich Rom dienlich? Da ist es nicht. Sondern hier. Wir haben ausreichend Geld für ein paar Streiter, dann machen wir das doch. Und wir nehmen die alle drei. Für Rom tue ich alles. Super. Dann löse für mich bitte dieses Dilemma auf, das bald kommen wird. Der Hunger nach einer Schlacht. Ich bin der Held Roms. Du wirst auch mein Held sein, Kollege. Sei dir da sicher. Wie kann ich dem römischen Volke dienen? Ich weiß nicht, bring mir erstmal einen Sack voll Gold. Ich glaube, das wäre schon mal sehr dienstlich. Was machen die Bettnässer da? Die belagern das mit einer einzigen Armee momentan. Und stehen mit einer anderen Armee in Verona. Es tut mir leid, das kann ich. Doch, du kannst den da platt machen, glaub mir. So, weg mit den Burschen. Ach, und die Seuche ist da jetzt überall. Okay, wir campieren hier für ein Ründchen. Ich erwarte eure Befehle. Da muss ich so rumlaufen. Gucken wir mal, wie wir das machen. Was wir da genau tun werden, sehen wir im nächsten Teil. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zugucken und wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich sage, macht's gut, bis dahin. Pax vobiscum, valete.